Wellness für zu Hause. Ich habe hier zwei wunderbare Teile und die stelle ich euch heute vor. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet und willkommen zu einem neuen Video. Im vergangenen Video bin ich so ein bisschen auf das Thema Entspannung, Wellness eingegangen und zwar in den eigenen vier Wänden. Woanders hin können wir zurzeit nicht wirklich. Das ist ja alles wirklich sehr, sehr, sehr stark eingeschränkt. Und ja, wenn es draußen nicht geht, muss man sich halt eben drinnen ermöglichen. Im vergangenen Video habe ich euch diese Massageauflage für den Nacken, die Schultern und den Rücken vorgestellt. Ein Teil, das René mir vor anderthalb Jahren zum Geburtstag mal geschenkt hatte. Ich erfreue mich seitdem sehr daran und ja, wenn euch das interessiert und ihr es noch nicht gesehen habt, klickt gerne mal im Anschluss an dieses Video hier hinein. Auf jeden Fall sehenswert und ja, ihr werdet euren Spaß daran schon finden. Im heutigen Video geht es nicht um den Rücken, nicht um die Schultern, es geht um die Füße. Denn auch die mögen gerne geknetet werden und ich habe lange, lange, lange hin und her überlegt, über diese Anschaffung und ja, vor, ich glaube, 3 Monaten ungefähr habe ich es dann getan. Ich habe mir ein Fußmassagegerät gekauft und zwar ein Shiatsu-Fußmassagegerät. Das Ganze ist ziemlich kompakt, schlicht, also schlicht, relativ. Also ich würde sagen, es ist eher modern im Design. Auf jeden Fall sehr kompakt. Hier kommen die Füßchen rein, hier ist die Steuerung, aber es gibt auch noch eine Fernbedienung. Ja, das Teil hat 150 Euro gekostet. Aus diesem Grund habe ich auch so unglaublich lange darüber nachgedacht, aber habe mich am Ende dazu entschlossen und ja, bereue die Investition bzw. Anschaffung auf gar keinen Fall. Ja, was ist das für ein Teil? Ich habe schon gesagt, Fußmassagegerät, Shiatsu-Massage von der Firma Renfo. Das Ganze ist nicht gesponsert, genauso wie dieses Video. Ich habe beide Geräte, beziehungsweise das wurde mir geschenkt von meinem Mann, aber beide Geräte wurden selbst finanziert und hat überhaupt gar nichts mit dem Unternehmen zu tun. Ja, Shiatsu-Fußmassagegerät, das Ganze hat eine Wärmefunktion, das Ganze arbeitet zudem auch mit Luftdruck. Die Füßchen kommen quasi hier hinein, hier unten sind Rollen und Elemente, die sich bewegen, die kneten. Und von oben und auch hinten an der Ferse sind Luftkissen, das Ganze arbeitet nämlich auch noch mit Luftdruck. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher rangeholt, um euch dieses tolle Teil ein bisschen besser auch zeigen zu können. Ja, kompakt, wie ihr vorhin gesehen habt, nicht allzu klein, liegt aber auch daran, dass das nutzbar ist von Menschen bis zu einer Schuhgröße von 46. Mein Mann hat Schuhgröße 46, die Füße passen hervorragend dort hinein. Nichtsdestotrotz mag er das Gerät etwas weniger, weil beide Füße nach seinem Empfinden relativ eng nebeneinander sind. Und für etwas korpulentere Menschen kann das durchaus vielleicht ein bisschen unangenehmer sein. Ich bin auch ziemlich korpulent. Mir macht's nichts. Ich finde das Teil bequem. Darum habe ich mich auch dazu entschlossen, euch das etwas näher vorzustellen. Aber wie gesagt, ziemlich groß, weil bis Größe 46. Ja, dazu kommt ein Netzstecker. Das Kabel ist nicht allzu lang. Ich würde sagen, vielleicht 1,5 Meter. Hier wird das Ganze denn eingesteckt. Jetzt hat es einmal kurz gepiept. Mal gucken. So, ich glaube, das geht so. Ich mache das mal so hier. Genau. Neben dem Netzstecker wird auch eine Fernbedienung mitgeliefert. Ja, ziemlich schlicht. Hier geht's an. Hier kann man einen Timer setzen. Man kann die Massage auf 15 oder 30 Minuten timen. Hier wird die Temperatur ein- und ausgeschaltet. Denn ja, nicht jeder mag es, wenn da mitgeheizt wird. Hier geht es um die Geschwindigkeit der Massage, also des Knetens. Und hier um die Luftkompression. Wir machen das Ganze jetzt einmal an. Und ihr seht hier, ich hole euch mal ein bisschen näher ran, da leuchten kleine rote Lämpchen. Ich hoffe, ihr seht das. Hier ist der Timer. Hier ist die Intensität des Knetens. Slow, Mittel und High. Das lässt sich auch mit dem Fuß hier über Touch quasi steuern. Hier ist der Power-Knopf natürlich. Die Luftintensität geht auch auf Low, Middle und High.
und natürlich die Hitze an oder aus. So viel dazu, ich stelle euch mal hin, damit es nicht so wackelt, als hättet ihr irgendwie ein Erdbeben hier. Wir hören uns das Geräusch mal an, dass ihr da ein Empfinden bekommt. Das Kneten, das hört man im Grunde gar nicht, aber das Pumpen der Luftkompression, das hört man natürlich. Ansonsten, ja, Füßchen rein und einfach Kopf ausschalten, genießen und ja, die Füße verwöhnen lassen. Ich mag es mal mit und mal ohne Hitze. Das Kneten lasse ich immer auf Low, aber die Luftintensität auf High. Da kann jeder flexibel gucken, wie er es am liebsten mag. Ich mache das Teil jetzt mal aus. Hygiene ist natürlich auch ein Thema. Ich lasse immer Socken an, wenn ich das Teil benutze, aber nichtsdestotrotz, hier sind Reißverschlüsse. Die Inlets, die lassen sich rausholen und waschen. Finde ich sehr gut, war für mich auch sehr wichtig bei der Kaufentscheidung, einfach weil es hat ja auch eine hygienische Sache. Wenn da mehrere Leute unter Umständen ihre Füßchen, ihre Mauken reinstecken, will ich die Dinger auch zwischendurch mal waschen, weil ja ansonsten ist das, glaube ich, ziemlich eklig. Ja, die Shiatsu-Massage, die arbeitet wie gesagt mit Wärme, mit Luftdruck und mit Kneten. Also von allen Seiten werden die Füße da geknetet und massiert. Das Ganze ist individuell einstellbar auf 3 Stufen. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ich habe lange überlegt. Ich finde im Nachhinein, ich habe zu lange überlegt. Denn ja, das Teil ist zwar nicht günstig, aber es ist auf jeden Fall wert. Und ja, die Füße werden ziemlich verwöhnt dadurch. Viel mehr gibt es hierzu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Das Teil wurde von mir angeschafft, einfach der Entspannung wegen. Ich habe aber auch in der Herstellerbeschreibung gelesen, dass es durchaus auch die Durchblutung anregt und in dieser Hinsicht auch sehr, sehr, sehr förderlich ist. Und ja, auch hilft bei Taubheitsgefühlen und all solchen Sachen. Ich habe sie gesagt aus Entspannungszwecken und bin da wirklich hochzufrieden mit. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Gerät interessiert, schaut mal unten in die Infobox. Es ist natürlich verlinkt, wie üblich. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut!